Weihnachten steht vor der Tür, Zeit für das letzte Jetsons-Spiel. Jetzt geht es auf das allseits beliebte Super Nintendo. Aber ich liebe diese Konsole auch. Das Spiel heißt Invasion of the Planet Pirates. Ei! Die Story ist ja auch mal nicht dieses Coxwell-Gedöns, sondern Piraten berauben Planeten ihrer Ressourcen. Das gefällt dem guten Georgie natürlich gar nicht. Kurz und knackig, so darf eine Story in einem Jump'n'Run sein. Wie ihr seht, ist es grafisch wunderschön, knackige Farben, schöne Animationen und viele Details. Kann man absolut nicht meckern. Beim NES-Ableger hat man ja Kisten in alle möglichen Richtungen werfen können. Hier ist das große Gameplay-Feature eine Art Staubsauger und da liegt der Astro begraben. Für mich als Fan war das kein Problem, mich da reinzufuchsen, aber objektiv muss man sagen, es ist nicht perfekt ausgearbeitet. Ganz im Gegenteil. Man merkt, wo sie hin wollten, aber sich damit rumziehen, Sachen werfen und so, das klappt schon, aber es fühlt sich einfach nicht komplett an. Hat man andere Jetsons-Spiele gespielt, fühlt sich das ja ein wenig, naja, wie sagt man so schön, clanky an. Natsume hat ja den NES-Ableger gemacht und der Gameboy-Ableger kam von Taito selbst. Dieses Spiel hier kommt von Sting Entertainment. Ihr habt das noch nie gehört? Ich auch nicht. Und man merkt es auch, dass die Qualität von Natsume und Taito hier auf jeden Fall fehlt. Aber gucken wir uns erstmal den Rest an. Das Spiel beginnt mit typischen Hindernissen wie drehende Zahnrädern oder auch fallender Boden. Man merkt schnell, dass der Staubsauger nicht nur dient, um Gegner zu eliminieren, sondern auch um Wände hochzukommen oder sich an der Decke festzuhalten. Die Levelgestaltung ist von der Optik wirklich schön, sehr, sehr bunt. Leider kann ich euch nicht genau sagen, wo sich George da überall befindet. Es gibt jetzt keine wirkliche Map und auch keine große Ankündigung vor jedem Level, außer dass Stage 2, 3 und so weiter dasteht. Sehr schade, da es dann keinen wirklichen roten Faden gibt, als hätte George Amnesie oder so. Selbst am Gameboy gab es ja diesen kleinen Screen, wo man die drei Gebäude gesehen hat. Mehr will ich ja gar nicht, einfach nur, dass so ein bisschen Atmosphäre aufkommt. Ich zeige euch ein paar Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Auch hier und da einen Bosskampf werde ich zeigen, aber davon gehen die Welten ja nicht unter. Ja, Plural, wir sind hier in der Zukunft, es gibt zig bewohnbare Planeten, also ich Logikfuchs. Der erste Bosskampf gegen den Riesenaffen, denn ich liebe Affen, hat mich ein bisschen durch das Industrielle an das Ur-Donkey Kong aus dem Arcade erinnert oder den Kampf gegen den Affen in Tiny Toons. Nach dem Sieg, George, sein Freudentanz ist auch nicht ohne, als würde eine dritte Hand aus seinem Kopf kommen. Ein, zwei Sprites mehr hätten das nicht geschadet. Dieser Raum, ha, erst habe ich ihn gehasst, aber dann lieben gelernt, weil er einfach so Chaos ist. Ihr müsst eine Horde Gegner eliminieren, aber es sind immer nur zwei auf einem Bildschirm. Durch das Schleudern in das Elektrofeld segnen sie das Zeitliche. Aber an zwei Seiten sind Schalter, die ihr oder auch die Gegner auslösen und somit wird der Raum gedreht. Kann für beide Seiten ziemlich mies sein, aber verdammt lustig. Bei der Animation unter Wasser musste ich beim ersten Mal ziemlich lachen mit dem Staubsauger am Mund. Köstlich! Ein Fahrlevel darf in einem Jump'n'Run nicht fehlen. Ich mag sowas immer recht gerne, das lockert das Gameplay immer ein bisschen auf. Vor allem braucht es hier oft perfektes Timing und auf sowas stehe ich eben. Auch wenn das hier nicht so gut funktioniert, selbst der Gegner am Ende von der Stage wird im Farm bekämpft. Das war eine ziemlich coole Aktion. Okay, das waren ein paar Sachen, die ich wirklich nett gefunden habe. Obwohl ich es gerne spiele, gibt es auch ein paar Sachen, die ich nicht so cool finde. Also zück mir mal den roten Stift. Als erstes finde ich es schade, dass man aus dem Staubsauger nicht mehr gemacht hat. Man hätte durch Gadgets den Staubsauger irgendwie erweitern oder verändern können. Und auch im Leveldesign hätte es viel mehr Potenzial dafür gegeben. Man hätte kleine Rätsel mit einbauen können oder allgemein einfach mehr Interaktion mit dem Level. Kennt ihr noch diese fürchterliche Animation, wenn George getroffen wird? Die ist auch wieder dabei. Ich verstehe nicht, wieso man sowas macht. Die ist mega nervig. Man ist gefühlt 10 Sekunden außer Gefecht. Aber hey, warum nicht? Das Leveldesign ist leider nicht wirklich herausfordernd oder interessant. Man versucht irgendwie ans Ziel zu kommen, springt rum, saugt sich die Wand hoch, aber es kommt keine wirkliche Atmosphäre auf, dass man jetzt einen großen Drang hat, das Level zu erkunden, weil es so schön aufgebaut ist. Leider ist das alles nicht vorhanden. Bevor es zum Endkampf geht, gibt es noch einen Boss-Marathon. Alle bisherigen Bosse werden hier nochmal durchgenommen. Von sowas bin ich nicht so der Fan. Kommt ein Boss erneut in einer anderen Form oder mit einem anderen Angriffsmuster, dann okay, dann ist cool. Aber so wirkt es immer wie eine künstliche Streckung. Es tut mir echt wirklich weh im Herzen, das sagen zu müssen, denn ich liebe die Jetsons, aber das hier ist leider ein sehr schwacher Ableger.
Ich kann kurz zusammenfassen. Also das betrifft jetzt nur die Spiele für die Nintendo-Konsolen. Das Point-and-Click-Adventure für den Amiga steht auf einem anderen Blatt. Denn das ist für mich makellos und lässt sich mit den anderen Spielen nicht wirklich vergleichen. Der Gameboy-Ableger ist vor den drei Jump'n'Runs für mich der beste Ableger. Schöne Level, die ganze Familie spielbar und eine angenehme Länge für ein Handheld-Spiel. Kurz darauf folgt Coxwell Caper für das NES. Super Musik, Leveldesign und die Optik finde ich sehr, sehr toll. Die Flintstone-Spiele für das NES sind trotzdem noch besser, aber Jetsons auf dem NES kommt gleich danach. Invasion of the Planet Pirates ist leider der schwächste Teil. Die Präsentation ist über allen Zweifel erhaben, aber das Leveldesign wirkt einfach nicht so gut, da keine wirkliche Veränderung kommt. Alles fühlt sich so gleich an und auch ein wenig unbedeutend. Auch George selbst ist nicht in bester Verfassung. Es ist wirklich schade, dass die Familie Jetson auf dem Super Nintendo kein Bombenspiel bekommen hat. Es ist so ein bisschen wie mit den Flintstones, da war das 16-Bit-Abenteuer auch nicht das Beste. Aber bei den Flintstones hatte ich am Super Nintendo definitiv mehr Spaß als jetzt mit den Jetsons. Was bleibt noch zu sagen? Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder den Hanna-Barbera-Advent mit mir verbracht habt. Für mich ist es jetzt schon Tradition, es ist das dritte Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und hoffe, dass unter eurem Weihnachtsbaum eines der anderen drei Jetsons-Spiele liegt, denn das hier ist bei weitem nicht das Beste. Vielen Dank nochmal und frohe Weihnachten!